Ich sitze hier am Samstag vor meinem PC in unserem wunderschönen Büro oder in einem unserer Büros in München-Harras und baue hier eine WordPress-Webseite in Elementor für einen unserer Kunden, der gerade ein Nearshoring Center aufbaut in Rumänien. Dort müssen nämlich IT-Fachleute, Fachkräfte, also jeder, der quasi aus einer technischen also wie das genau definiert ist, weiß ich nicht im Einzelnen. Da müsste man dann die Anwälte fragen oder die Steuerberater und so weiter. Die kennen sich da besser aus, die Lokalen. Aber ich weiß nur, dass Softwareentwickler zum Beispiel, das ist ja meine Zielgruppe auch, definitiv dazugehören. Die zahlen in Rumänien 0% Einkommensteuer. Das gibt es sogar in vielen Ländern. Das eben, weil man einfach so verzweifelt sucht, Fachkräfte einfach reinzuholen ins Land. Dann müsste das mal Deutschland irgendwie einführen, ne, dass einfach Fachkräfte in Deutschland keine Einkommensteuer zahlen müssen. Also wirklich null Einkommensteuer als Angestellter. Also suchst du also quasi als PHP-Entwickler, Java-Entwickler, you name it, ja, .NET-Experte, Framework, spezifische Kenntnisse, was auch immer, egal, Hauptsache es ist, selbst wenn du nur JavaScript kannst oder sowas, ja, suchst den Job in Deutschland und musst null Einkommensteuer zahlen. Ja, das wäre doch mal was, wenn wir da irgendwie uns eine Scheibe abschneiden an Rumänien. Aber egal. Bin jetzt abgeschweift und ja, da baue ich jetzt ein bisschen Webseite, weil eine meiner Mitarbeiterinnen, also eine meiner Grafik- und Webdesignerinnen, jetzt sich entschlossen hat, doch in Urlaub zu gehen. Das kann man halt den Leuten mal nicht verbieten. Leider, muss ich dazu sagen. Ich würde es gerne verbieten. Ja. Und in Deutschland ganz besonders. Muss man immer sehr vorsichtig sein bei allem, was man sagt und tut. Oh mein Gott, ja, als Unternehmer, böser Unternehmer. Naja. Und ich hatte seit, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, keinen vernünftigen Urlaub mehr. Und selbst wenn ich irgendwo hinfahre, sogenannten Urlaub, ja, dann mache ich trotzdem mindestens die 3, 4, 5 Stunden am Vormittag oder vielleicht sogar noch länger. Ja, arbeite ich trotzdem, dann gehe ich vielleicht am Nachmittag zum Strand. Aber so richtig Urlaub habe ich eigentlich schon Jahrzehnte nicht mehr gemacht. Und dann gehe ich halt immer davon aus, dass es eventuell meine Mitarbeiter auch so ticken könnten, theoretisch. Ja, die kriegen halt dann den Urlaub ausbezahlt, aber nein. Ja, und gibt es ja auch irgendwelche Vorschriften. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall, ja, deswegen muss ich jetzt Hand anlegen, der Chef höchstpersönlich ein bisschen Webseite bauen hier. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, ich konnte euch in dem letzten Video, das ich gedreht habe, auch ein bisschen wachrütteln. Ja, da ging es auch immer wieder um Telefonakquise, B2B und so weiter. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.